Wenn ich denen im echten Leben begegnen würde, würde ich rennen und hoffen, sie können mich nicht einholen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, auf das ich mich seit gefühlten Ewigkeiten riesig freue. Macht's euch bequem, wir werden jetzt gemeinsam ein paar beliebte Book-Boyfriends ranken. So richtig gute Bücher beinhalten für mein Empfinden auch immer Charaktere, für die man aus dem einen oder anderen Grund schwärmen kann. Die männlichen Protagonisten, die man dann so toll findet, dass sie auch quasi zu fiktiven besten Freunden werden, nennt man dann Book-Boyfriends. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was denn eure liebsten Book-Boyfriends sind, daraus eine Liste erstellt und all diese Charaktere werden wir jetzt gemeinsam in ein persönliches Tier-Ranking sortieren. Ein ganz ähnliches Video habe ich auch schon mal zu gehypten Büchern gemacht und das hat mir damit so viel Spaß gemacht, dass ich mir überlegt habe, da vielleicht eine ganze Videoreihe draus zu machen. Zumindest wenn es euch interessiert, kommentiert es also super, super gerne. Ich könnte auch nochmal verschiedene Themen dazu machen, also zum Beispiel Tropes ranken oder ja, weibliche Protagonistin, Couples, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also schreibt super gerne, falls euch das interessiert. Aber bevor ich jetzt so viel quatsche, gehen wir doch direkt mal ins Tier-Ranking rein. So, zuerst stelle ich euch mal die Kategorien vor. Ganz oben ist natürlich die beste Kategorie, Husband Material. Besser als der Book Boyfriend ist natürlich nur der Book Husband. Dahin kommen alle Charaktere, die ich auch heiraten würde. Darunter Kind of My Type, alle Charaktere, die nicht ganz den Husband-Status erreichen, aber aus den ein oder anderen Gründen definitiv mein Typ sind. Darunter sind die Certified Cutie Pies, das heißt Charaktere, die ich sehr geliebt habe, aber die sich eben etwas unter den beiden anderen Kategorien befinden. Dann haben wir Friendzone, selbsterklärend, tolle Charaktere, aber wahrscheinlich für mich eher gute Freunde. Genauso schnell erklärt ist Run. Sollte ich diesen Männern im echten Leben begegnen, würde ich am liebsten wegrennen. Und zum Schluss, bei diesem Mann kenne ich nicht, habe ich noch die Möglichkeit, Charaktere einzusortieren, die sich sehr oft von euch gewünscht wurden, dessen Bücher ich aber nicht gelesen habe. Ganz unten seht ihr auch schon mal ein paar der Bücher eingeblendet, aus denen wir dann gleich die Charaktere ranken werden. Relevant ist hierbei noch zu erwähnen, dass es ja nicht bei jedem Buch direkt von Anfang an offensichtlich ist, wer jetzt der Love Interest ist, welches Couple das Endgame Couple wird und da ich ja niemanden spoilern möchte, werde ich das nie dazu erwähnen und auch nicht, ob der Charakter, über den ich jetzt gerade spreche, zum Beispiel ein Protagonist ist oder ein Nebencharakter, denn davon werde ich jetzt auch einige in der Liste inkludieren und die Charaktere, wie gesagt, halt wirklich nur auf ihre Book-Boyfriend-Tauglichkeit aus meiner persönlichen Perspektive, ja, ranken, sortieren und so hat hoffentlich jeder eine, ja, schöne Erfahrung, das Video zu schauen, ohne sich in irgendeiner Form gespoilert zu fühlen. Dann ist jetzt also alles erklärt und wir können loslegen mit den ersten Büchern und ersten Charakteren. Und wir starten ziemlich, ziemlich stark mit einem meiner absoluten Lieblingsbücher, Crescent City. Und da zögere ich gar nicht lang, das ganz oben in die Husband-Material-Kategorie zu ordnen. Denn hier gibt es mehr als nur einen männlichen Charakter, den ich da rein sortieren würde. Also Hunt, Rune, Ethan, Therion. Also ich finde eigentlich ziemlich alle männlichen Protagonisten, Charaktere, die auch eine Perspektive erhalten in Crescent City, finde ich ziemlich stark geschrieben und super mysteriös, dementsprechend ganz weit oben. Ich glaube, da können wir jetzt schnell und ähnlich weitermachen mit Throne of Glass, weil es das gleiche Prinzip ist. Auch hier eine Reihe von Sarah J. Maas geschrieben, die irgendwie männliche Charaktere super gut schreiben kann, in meinem Empfinden. Und ja, auch hier wieder einige Protagonisten, die auch eigene Perspektiven erhalten. Dadurch werden sie natürlich facettenreich, also mehr als ein Charakter, den ich jetzt hier als Husband Material einstufen würde. Zum Beispiel Dorian oder Rowan oder ja, manchmal auch Cale. Idian, da gibt es wirklich einige. Also Throne of Glass ist ganz weit oben mit dabei. Als nächstes haben wir das Reich der Sieben Höfe und ihr merkt schon, ich wollte das Offensichtliche direkt am Anfang aus dem Weg räumen und natürlich sortiere ich auch das schnell zu Husband Material. Ich würde sogar sagen, die Book Boyfriends aus das Reich der Sieben Höfe sind so die Standard beliebtesten Book Boyfriends mittlerweile geworden. Ich meine damit natürlich Reese oder Rice, wie auch immer man ihn jetzt aussprechen möchte, Cassian, Azriel, auch so Lucien oder so, die sind ja alle super beliebt und da gehe ich zu 100% mit. Ich liebe sie auch alle und ja, freue mich, noch viel mehr von ihnen lesen zu können. Ganz oft von euch erwähnt wurden die männlichen Protagonisten aus der Green Valley-Reihe von Lily Lucas. Ich habe jetzt stellvertretend hier nur Band 1 mir geschnappt. Ich meine damit aber jetzt erstmal so grob alle, weil ich glaube ich alle in eine Kategorie ordnen würde. Auch wenn ich sagen würde, dass Ryan aus Band 1 mein Lieblingsbook-Boyfriend ist. Trotzdem glaube ich, ich packe sie alle zusammen
Mom and Certified Cutiepie, weil ich sie einfach alle total süß finde und gerne mag und an keinem jetzt wirklich irgendwie was auszusetzen hätte oder so. Aber für Kind of My Type reicht's doch nicht so ganz. Oh, als nächstes haben wir hier Kasadim von Julia Dippel. Und ich habe schon einige Male hier auf YouTube erwähnt, dass ich das Buch, vor allem Band 1, sehr vergöttere. Band 2 und Band 3 haben nicht in allen Aspekten so unbedingt meinen Geschmack getroffen. Und das muss ich jetzt auch so ein bisschen auf den Book Boyfriend Number 1 Noir beziehen. Denn ja, der hat mir in Band 1 wirklich extrem, extrem gut gefallen. Aber irgendwann wurde mir das in den Folgebänden doch ein bisschen viel Geheimnistuerei. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Also er hat schon Husband-Material-Qualitäten. Ich glaube, ich packe ihn fürs Erste aber mal in Kind of My Type. Jetzt wird's interessant. Wir haben hier After Passion. Das steht natürlich für Hardin Scott. Und es ist kein Geheimnis, dass ich kein großer Fan bin. Deshalb würde ich mal sagen, das war mir etwas zu toxisch an der einen oder anderen Stelle. Ich würde definitiv wegrennen. Fourth Wing war ungefähr das gehypteste Buch im Jahr 2023 und der Bookboyfriend Xaden hat so einige Herzen für sich schlagen lassen können. So auch meins, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass die Reihe halt noch nicht vollständig ist und er manchmal auch in Iron Flame jetzt so ein paar Geheimnistuerei-Tendenzen gezeigt hat wie Noir, weiß ich noch nicht, ob ich ihn als Husband-Material einstufen würde. Definitiv ist er aber schon mal kind of my type. Ich würde ihn also fürs Erste hier inordnen. Vielleicht wird er auch noch zum Husband. Die Again-Reihe gehört zu den beliebtesten Edited Romance-Reihen. Ich glaube, weil auch viele Personen genau durch diese Reihe zum Genre gefunden haben. So war das auch bei mir und deshalb haben die einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Besonders eben die ersten drei Bände mit Caden, Spencer und Isaac als Bookboyfriends. Ich schwanke zwischen Kind of My Type und Certified Cutiepie. Es ist auch ein bisschen länger her, dass ich die Bücher gelesen habe. Und ich glaube, deshalb packe ich sie erstmal zu Cutiepie, aber auch hier, es könnte sich später noch verschieben. Okarava ist auch spannend, weil man hier eben in diesem gesamten Universum einige männliche Charaktere hat, die man auf Book-Boyfriend-Tauglichkeit prüfen kann. Jax, Julian und ja, tatsächlich nochmal ein paar mehr, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt namentlich erwähnen werde, um nichts vorwegzugreifen. Aber die liebe ich schon sehr, gerade weil die alle mysteriös sind, alle sehr twisted und man sie alle nicht durchschauen kann. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob es jetzt für mich persönlich Husband-Material ist. Kind of my type, aber auf alle Fälle. Deshalb da erstmal ist ganz gut. Oh, als nächstes haben wir Twilight. Das wird interessant. Ja, also ich muss erstmal erwähnen, ich war damals ein absolutes Fangirl. Das ist ja auch mittlerweile so eine Art Klassiker, könnte man sagen. Ich bin der Reihe wirklich sehr dankbar, weil es eine der Buchreihen ist, die mich so richtig zum Lesen gebracht haben. Deshalb, ich möchte es nicht missen, aber ich muss sagen, auch durch die Filme habe ich die Charaktere irgendwie so unangenehm abgespeichert. Also irgendwie weiß ich auch nicht so, ne? Die altbekannte Frage, Edward oder Jacob, und mittlerweile denke ich, beide haben irgendwie total schräge Aktionen innerhalb dieser Reihe gebracht. Deshalb bin ich so zwischen Run und Friendzone. Ich meine, Vampire und Werwölfe rennen wäre auch an sich nicht schlecht. Aber vielleicht tue ich ihnen auch ein bisschen Unrecht jetzt durch die Filme. Ich packe sie mal in Friendzone. Ich glaube, das ist in Ordnung und ja, damit kann ich leben. Als nächstes haben wir Westboro und Coldheart. Ich habe die beiden getrennt, weil ich die Protagonisten unterschiedlich einsortieren würde. Einmal haben wir Westboro mit Josiah, den ich als Charakter wirklich total toll fand und auch richtig, richtig gern mochte. Aber ich habe einfach nie diese Schwärmerei für ihn entwickelt, weil ich diese emotionale Verbindung nicht so extrem gespürt habe. Deshalb würde ich ihn eher so als richtig, richtig guten Freund bezeichnen. Und dann Coldheart und damit Elijah, zu dem ich halt einfach sofort die emotionale Verbindung gespürt habe und deshalb wandert er hoch zu Kind of My Type. Ich befinde mich etwas in der Bredouille, weil ich hier unten das Lied der Krähen sehe. Und ja, welcher Charakter da natürlich von euch am meisten erwähnt wurde, ist Cass Brecker. Ich habe ihn unfassbar geliebt. Ich finde ihn als Charakter einfach so toll. Er ist strategisch, analytisch, das Mastermind hinter all den genialen Plänen und wirklich als Charakter ihn zu beobachten war einfach außergewöhnlich. Eine der coolsten Charaktere überhaupt. Trotzdem habe ich ihn nie so wirklich als Bookboyfriend in dem Sinne wahrgenommen. Das ist einfach keine Assoziation, die bei mir aufgetaucht ist. Und deshalb muss ich ihn einfach zu Friendzone sortieren, auch wenn es mir innerlich ein bisschen widerstrebt, ihn so weit unten anzusetzen. Ich meine es aber wirklich nicht auf seinen Charakter bezogen. Ich finde ihn
unfassbar toll ausgearbeitet, ist nur einfach für mich jetzt kein Book-Boyfriend in dem Sinne. Tribute von Panem haben wir als nächstes und das ist ja mittlerweile auch schon fast ein Klassiker, könnte man sagen. Da gibt es ja auch eine Dreiecksgeschichte mit Gale und Peter. Beim Lesen war ich immer so ein bisschen Team Gale, beim Filmschauen ein bisschen Team Peter mehr. Also da befinde ich mich total zwischen den Stühlen und auch so... Ich mochte die total, die haben super viele Facetten gezeigt und ja, auch emotional war es natürlich die ganze Zeit. Ich fand die total toll ausgearbeitet, würde die aber trotzdem jetzt erstmal bei Cutie Pie einsortieren, weil mein Instinkt mich dazu verleitet und es sind ja auch wirkliche Cutie Pies, also ja, ich mag die schon sehr, sehr gerne. Ganz viele von euch haben auch A Good Girl's Guide to Murder und Ravi Singh erwähnt und ich kann es verstehen, der war wirklich super, super cute. Ich habe ja bislang nur Band 1 gelesen, das heißt, ich weiß nicht, wie die angedeutete Love Story sich noch entwickelt. Es ist aber ja auch ein Jugendbuch und deshalb war es jetzt hier in Band 1 noch relativ seicht, würde ich sagen. Deshalb wäre ich eher bei Cutie Pie oder Friendzone und ich glaube, ich verbleibe erstmal bei Friendzone. Hauptsächlich, weil er auch ein bisschen jung ist, also zumindest in meiner Vorstellung und deshalb, glaube ich, sind wir auf jeden Fall gute Freunde, aber als Charakter habe ich ihn sehr geliebt und bin sehr gespannt darauf, noch die Folge Battle zu lesen. Dunwich Academy, hier habe ich auch Band 1 stellvertretend für die ganze Reihe. Da haben wir einmal in Band 1 Henry, der super der Golden Retriever Book Boyfriend ist, also menschlich gesehen einfach irgendwie total cute, also wirklich ein Cutie Pie könnte man sagen. Charles Sinclair in Band 2 auch hat mein Herz definitiv und dann im dritten ist es ja Colin, der nochmal so eine andere, bisschen Bad Boy mäßigere Aura hat. Und ja, ich mochte sie aber alle auf ihre Art und Weise. Ich finde, Sarah Sponz kann auch super gut, ja, männliche Charaktere, ja, verletzlich und emotional schreiben und deshalb auf jeden Fall kind of my type. Dear Love, I Hate You war eins meiner Jahreshighlights 2023. Dementsprechend geliebt habe ich Xavier und Avina zusammen. Und ja, Xavier fand ich auch als Bookboyfriend richtig, richtig toll. Hatte ja am Anfang so eine richtig harte Schale und hat dann immer mehr von sich geöffnet und gezeigt und eben auch seine verletzlichen Seiten und Geheimnisse eingestanden und sich wirklich weiterentwickelt im Verlauf des Buchs. Deshalb definitiv kind of my type. Und dann haben wir noch den Spin-off Dear Heart, I Hate You und ich muss sagen, Finn Richards und ich, wir werden leider nicht mehr warm miteinander. Er hat einfach einige Dinge getan, die ich doch am Ende ein bisschen unverzeihlich fand. Auch so seine Ausdrucksweise ist nicht immer so ganz meins. Ich bin zwischen Friendzone und Run tatsächlich sogar. Ich glaube, wenn ich ihm im echten Leben begegnen würde, hätte ich einfach zu große Probleme mit seiner Art in vielerlei Hinsicht. Aber da Xavier ja auch kind of my type ist und die beiden beste Freunde sind, Friendzone eventuell. Wir bleiben mal bei Friendzone. Ich glaube, das ist fair. Elfenkrone und Carden sind ein ganz klarer Fall von zwischen Husband Material und Run. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ja, der Charakter ist wirklich absolut twisted, aber ich liebe ihn auch sehr dafür. Er ist ja ein Fae-Wesen, die von Grund auf in dieser Welt skrupellos und so ein bisschen bösartig sind und das verkörpert er auch in sehr vielen Situationen. Auf der anderen Seite sticht er da total raus, weil er so ein bisschen so eine schräge, unbeholfene Art manchmal hat und irgendwie so ein richtiger Cutie Pie ist. Ich weiß nicht, ich habe ihn so in mein Herz geschlossen. Also wahrscheinlich sollte ich rennen, aber ich will gar nicht rennen. Deshalb packe ich ihn entweder zu Cutie Pie oder kind of my type. Heiraten ist, glaube ich, eine Nummer zu viel. Ah ja, schon mein Type. Doch, na, also nicht im echten Leben. Na komm, wir lassen es jetzt erstmal so. Als nächstes haben wir einen Charakter, für den ich eine eigene Kategorie erfinden musste. Und zwar haben so viele Zayd Meadows genannt. Ich musste erstmal googeln, aus welchem Buch er ist. Hab dann rausgefunden, er ist aus Haunting Adeline, was ich nicht lesen möchte, weil ich Dark Romance sowieso nicht so gerne mag. Und dann habe ich auch mal den Klappentext gelesen und dachte mir, ich würde definitiv rennen. Aber ich habe eben nicht umsonst die Kategorie, diesen Mann kenne ich nicht, denn diesen Mann kenne ich nicht und da gehört er rein. Die New England School of Ballet Reihe, hier vertreten durch Band 1 Hold Me, hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Band 1 und Band 3 waren auch Jahreshighlights 2023 und dementsprechend die männlichen Protagonisten Jace und Phoenix bei mir auch ganz hoch angesiedelt. Sie sind auf jeden Fall my type, aber ich glaube, sie waren nicht der Grund, warum ich die Bücher so sehr geliebt habe. Also auch Gründe, ich fand sie auch toll, aber nicht das Ausschlaggebende. Da gab es noch andere Dinge, wie den Schreibstil, wie dieses allgemeine Ballett-Akademie-Setting, auch die Protagonistin. Deshalb, ich würde sie mal zu Cutie Pie packen, einfach um es nochmal ein bisschen, ja, unterscheiden zu können, aber ich habe sie schon sehr, sehr, sehr doll geliebt. Als ich nach euren liebsten Book-Boyfriends gefragt habe, hätte ich niemals damit gerechnet, dass Damon Black
Zack erwähnt werden würde. Und er wurde sogar relativ oft erwähnt. Er ist aus Obsidian bzw. der Lux-Reihe und die ist ja schon etwas älter. Andererseits gehört die Reihe, glaube ich, auch so zu den ersten Romantasy-Übersetzungen. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn. Ich habe die Reihe früher gelesen und damals total geliebt und auch eben Damon. Aber es verhält sich ein bisschen wie bei Twilight, dass ich mich nicht mehr so ganz an alle Details erinnern kann und deshalb ein bisschen zögerlich bin, ihn so hoch einzusortieren. Wahrscheinlich bin ich zwischen Cutie Pie und Friendzone, aber wie gesagt, ich wüsste nicht mehr, ob in der Reihe auch irgendwie was Verwerflicheres oder so passiert ist. Deshalb bleibe ich jetzt wohl mal bei Friendzone, auch wenn mein Vergangenheits-Ich mich vielleicht jetzt dafür hasst. Rubinrot und die Edelstein-Trilogie hat für mich eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Es ist die Reihe, die mich so wirklich zum Lesen gebracht hat und dementsprechend liebe ich den Protagonisten Gideon auch sehr. Man muss aber sagen, es ist eine Jugendbuchreihe, die Love Story ist nicht so im Fokus und erreicht einfach nie so diese wirkliche emotionale Tiefgründigkeit. Dementsprechend damals, ich habe es geliebt, wirklich, aber heutzutage geht es wahrscheinlich nicht mehr über Cutie Pie hinaus, dafür hätten mir dann noch ein paar Facetten mehr gefallen, aber ich liebe Gideon so als Charakter und für die Reihe war es komplett perfekt. Passend dazu haben wir als nächstes Silber von Kerstin Gier. Hier gibt es einige mögliche Bookboyfriends, ich glaube allen voran Henry und Grayson, die ich beide wirklich sehr geliebt habe. Henry hat an einer Stelle in Band 2 eine Sache getan, die ich ihm nie so ganz verzeihen konnte. Also mein 15-jähriges Ich konnte es ihm niemals so richtig verzeihen. Deshalb wird er auch nicht ganz, ganz hoch angesiedelt werden. Aber Cutie Pies sind sie beide allemal. Die Max & Hall-Reihe mit Band 1 Save Me ist jetzt auch schon etwas älter. Genauso wie die Again-Reihe wurde sie von Mona Kasten geschrieben. Die hat mich persönlich aber einfach ein bisschen mehr angesprochen, ein bisschen mehr gefesselt. Ich weiß nicht, ich habe nie so wirklich die Verbindung zu den Charakteren aus der Max & Hall-Reihe gefunden. Und ich glaube damals auch dann nie Band 3 gelesen. Es ist jetzt aber auch schon echt eine Weile her. Vielleicht würde ich es heutzutage anders sehen. Und ich erinnere mich noch daran, dass objektiv betrachtet die Charaktere wirklich sehr, sehr gut geschrieben waren und auch sehr sympathisch, deshalb glaube ich, ist es ganz gut, wenn ich das zu Friendzone einsortiere. Die Selection-Reihe wurde sich auch sehr oft von euch gewünscht. Auch das ist eine Reihe, die ich vor Ewigkeiten gelesen habe. Damals war ich Team Aspen und nicht Team Maxen. Würde aber trotzdem sagen, dass beide definitiv Cutie Pies sind, deshalb man könnte sie schon da einsortieren. Ich würde sie aber trotzdem irgendwie eher als Friendzone empfinden. Ich muss aber auch sagen, Selection war nie eine Reihe, die mir wirklich super viel bedeutet hat. Ich habe sie gerne gelesen, aber mehr auch nicht. Bei der Shadowmere-Reihe wurden sich zwei Charaktere vermehrt gewünscht. Einmal Aaron Warner und Kenji. Und beide gehören für mich in die Kind of My Type-Kategorie, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind. Aaron Warner ist ähnlich wie bei Caden Greenbrier schon so ein bisschen moralisch grau, aber er zeigt auch seine verletzlichen Seiten. Das mag ich an ihm. Und Kenji, einer meiner liebsten Charaktere überhaupt, total humorvoll und ich mag ihn so, so gerne. Also der wäre sogar was für Husband Material tatsächlich, aber gemeinsam in Kombination Shatter Me dann eben in der zweiten Kategorie. Aaron Blackford aus The Spanish Love Deception habe ich beim Lesen sehr geliebt, das weiß ich noch, aber ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr so ganz an ihn erinnern, deshalb ja, packe ich immer zu Cutie Pie. Relativ zeitgleich im Hype war auch The Love Hypothesis, was ich insgesamt nie so sehr gefühlt habe wie viele andere. Und auch Adam war mir emotional nie so ganz nahe. Könnte aber auch an der RC-Perspektive gelegen haben. Deshalb ist er für mich auf jeden Fall aber ein sehr, sehr guter Freund. Ich sehe das Cover von Very Bad Kings. Das heißt, es ist für mich an der Zeit, mal wieder wegzurennen. Ja, es ist das einzige Dark Romance Buch, was ich jemals gelesen habe. Und ich glaube, dabei werde ich es auch belassen. Es ist einfach nicht meins. Und die Männer in diesem Buch waren mir allesamt wirklich etwas zu toxisch. Ich weiß, dass es viele ja auch super gerne lesen, aber es ist einfach nicht meins und passt einfach für mich perfekt in die Kategorie. Wenn ich denen im echten Leben begegnen würde, würde ich rennen und hoffen, sie können mich nicht einholen. The Deal von Elle Kennedy fällt mir gar nicht so leicht einzusortieren, weil ich das Buch echt gerne mag, auch wenn ich nicht mit allen Dingen da immer so ganz d'accord war. Und auch Garrett ist eigentlich ein Bookboyfriend, den ich sehr gerne mag, auch durch seine humorvolle Art. Trotzdem sehe ich ihn nicht so ganz in der Kind of My Type-Reihe. Deshalb würde ich ihn jetzt einfach mal zu Cutie Pie packen und hoffe, das passt. Ich glaube, Seven in the Wings of Night ist das aktuellste Buch, was wir hier im Ranking haben. Zumindest habe ich es erst vor ein paar Wochen gelesen. Das heißt aber auch, ich habe nur Band 1 bisher gelesen und das ist ja der reine Beginn. Es könnte also passieren, dass der Protagonist Rain noch Dinge tut, mit denen ich nicht so einverstanden bin. Deshalb fällt es mir schwer, ihn sehr, sehr hoch einzusortieren. Und auch so, ich mochte ihn
Tänzer total, mochte schon alle Facetten, die er gezeigt hat, aber ich glaube, es ist keiner, der mir so wirklich, wirklich eindrücklich in Erinnerung bleiben wird. Deshalb bleibe ich mal bei Cutie Pie. Ich habe ihn aber schon sehr, 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 sehr gerne gemocht und das kann sich auch noch in den Folgebänden steigern. Auch relativ aktuell gelesen habe ich Twisted Love von Anna Huang. Ich weiß, das Buch ist ziemlich gehypt, mir hat es aber leider nicht so gut gefallen, was auch am männlichen Protagonisten lag. Ich mochte einfach nicht so sehr, wie er manchmal mit der, ja, Protagonistin gesprochen hat und einfach seine ganze Art hat mir nicht so ganz gepasst. Deshalb würde ich wahrscheinlich wegrennen oder zumindest langsam ein paar Schritte zurückgehen. Er kommt auf jeden Fall in die Run-Kategorie. Kommen wir jetzt zum allerletzten Charakter, den wir fürs Erste hier in der Liste einsortieren. Und der stammt aus der The Darkest Gold-Reihe bzw. der Plated Prisoner-Reihe auf Englisch. Ja, da gibt es einige Charaktere, die man hätte bewerten können. Einige, vor denen ich auch definitiv weggerannt wäre. Aber ihr habt euch Rip bzw. auf Deutsch Riss gewünscht. Und den mag ich schon ziemlich, ziemlich gerne. Er hat auch ein paar düstere Züge an sich, aber so bislang seine Entwicklung mochte ich sehr. Ich habe den finalen Band noch nicht gelesen, der ist nämlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erschienen. Deshalb kann er noch kein Husband-Material sein. Kind of My Type oder Cutie Pie. Ja, ich packe ihn mal erstmal zu Cutie Pie. Also sehr gut, wir haben schon mal eine Vorauswahl getroffen. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich ein paar einzelne Charaktere verschieben möchte und dann haben wir ein finales Endergebnis. Also die erste Reihe kann definitiv nicht so stehen bleiben. Ich finde es ja gut, dass ich wählerisch bin, aber ich kann auch nicht nur eine Autorin da vertreten. Zum Glück fällt mir aber direkt ein Buch bzw. ein Charakter ein, den ich nach oben schieben möchte. Und zwar Elijah aus Coldwell, denn der ist, ich liebe ihn einfach komplett. Das schon mal als erstes, aber auch so seine Interessen und seine Ziele im Leben und so. Das ist alles schon sehr, sehr Husband-Material-like. Also der gehört auf jeden Fall in die oberste Kategorie. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ziemlich zufrieden mit dieser Vorauswahl. Natürlich gibt es ein paar Charaktere, die noch Aufstiegspotenzial besitzen. Zum Beispiel, weil die Folgebände noch nicht erschienen sind. Das ist bei Fourth Wing der Fall, bei Separate in the Wings of Night, bei The Darkest Gold und natürlich auch der New England School of Ballet-Reihe, weil ich Move On noch nicht gelesen habe. Aber so an sich finde ich das schon mal ganz gut und würde das dann jetzt als Endergebnis betrachten. Das war also mein Book-Boyfriend-Ranking. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und wenn ihr Lust auf mehr von diesem Format habt, dann kommentiert super gerne, welche Thematik ihr euch wünschen würdet und auch sonst könnt ihr super gerne schreiben, was euer liebster Book-Boyfriend ist und ob ihr gleich oder anders gerankt hättet als ich. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Come and fly.